أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich darf euch begrüßen an ein neues Projekt. Ein Projekt, بإذن الله تعالى, mit viel Khair für mich, für euch und für jeden, der sich das anschaut, mit Khair am Yom al-Qiyama. Und ich werde versuchen, wöchentlich, also einmal die Woche, ein Hadith mitzugeben per Videobotschaft. Und so, dass wir im Monat, haben wir ja meistens 4 Wochen, ja, dass wir jede Woche ein Hadith, eine Aussage, einen Ausspruch von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören, davon lernen und unser Herz näher dieser Sunna mitgeben. Ja, und das ist das Schöne. Ich werde natürlich keinen Scharh, keine Erklärung diesen Hadith machen, da das natürlich viel Zeit mitnehmen würde. Nicht, dass wir jetzt sagen, wir würden keine Zeit haben, aber und auch eine bestimmte Stufe vom Wissen gebrauchen würde, um jetzt es mit Erklärung mitzugeben. Wir werden den Hadith geben, einen ganz kleinen Kommentar dazu machen, ja, um den nochmal stärker zu verinnerlichen. Und wir werden nutzen, oder wir werden versuchen, Nutzen von diesem Hadith zu tragen. Und somit fangen wir diese Woche mit dem ersten Hadith, den wir zitieren möchten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Mann ging auf der Straße und sah einen Baumast. Daraufhin sagte er, bei Allah, ich werde ihn beseitigen, damit sich die Muslime nicht daran verletzen können. Für dies ist er, ins Paradies eingetreten. Ein Hadith bei Sahih Muslim. Ja, ein schöner Hadith, ich wiederhole ihn nochmal, und um natürlich besser zu merken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Mann ging auf der Straße und sah einen Baumast. Daraufhin sagte er, bei Allah, ich werde ihn beseitigen, damit sich die Muslime nicht daran verletzen können. Für dies ist er ins Paradies eingetreten. Der Hadith ist bei Muslim. Und Alhamdulillah, man sieht, ein kurzer Hadith braucht nicht lange, aber sehr viel Schönes mit sich. Und wir sehen, dass in diesem Hadith eine kleine Tat sehr viel bedeuten kann und dich mit sehr viel dir sehr viel Khair geben kann. Sehr viel Khair geben kann am Yom al-Qiyamah. Und dieser Hadith ist für diese Woche als Anfangswoche gedacht. Ja, und als Anfang dieses Projektes. Nimm diesen Hadith mit, liebe Geschwister. Oder nehmen wir, eher gesagt, diesen Hadith mit. Versuchen daran zu denken und versuchen, den zu verinnerlichen. Und möge Allah Azza wa Jal uns von denjenigen machen, die die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und die, die die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben. Barakallahu fikum und inshallah ta'ala nächste Woche mit noch ein Hadith, der uns Nutzen im Leben bringt. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.